Okay, jetzt reden wir mit Constable. Wenn wir reden können und wir können es. Richtig schön. Ei, komm. Go, 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 Constable, Constable Marrow, I would value your assistance in this investigation. It would be my pleasure, Mr. Holmes. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with your lamp. All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp and start walking, just as you did before, and try to find me. Understood. Understood. Jetzt musst du ein Versteck finden, oder wie? I shouldn't look for Mr. Holmes here. He's hiding in Half Moon Street. Ah, theoretisch könnte man ihn nicht reden. Wenn er so... Ist eigentlich richtig gut getarnt. Wenn der Schatten nicht wäre, würde ich so normal. So normal. Wäre wahrscheinlich Constable laufen. No, this is not how I walked at the time of the crime. I was more attentive. Let's start over again. Okay, dann reden wir mal mit Holmes. I can see you very well, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Tiger. Here you are, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Wenn ich ehrlich bin, ich hätte das wahrscheinlich nicht gleich gesehen. Aber das ist sehr simpel, wenn man sowas macht. Fuck, wo ist der hin? Alter! Alter! Mr. Holmes, it wasn't difficult to find you at all. It is obvious now. No one could escape Constable Marrow's lamp while hiding in the street. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Sichtbare Ecken. Tiger aus. Das stimmt schon mal überhaupt nicht ein. Hoch die Wand. Ja. Wenn sich zur Tatzeit eine weitere Versammlung Tato befand, dann Tiger aus. Eine weitere befand, dann könnte sie weder nach vorne noch nach hinten an die Straße fliehen. Sondern nur noch oben. Wir wollen das ganz nachstellen. Imitieren Sie das Feuerwerk, wie es Leighton beschrieben hat, und klettern Sie die Wand hoch. What? Okay. Hinweise? Übereinstimmende Aussagen, damit das keine. Okay. So viele Aufgaben. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Kann ich hier rein? Natürlich nicht. Na toll. Egal, jetzt erstmal reden. Aber bis jetzt haben wir zwei, die halt. Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime. Is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. Türschlüssel, Holzschlüssel, West Gage in Sun, Turners Ausgabe, Turners Hinken. What? Und was ist jetzt hier die, das Richtige? Türschlüssel, Holzstück?
wahrscheinlich dann. Nein, hä? Das ist doch. Bin ich gerade. Warte mal, bin ich gerade dumm? Oder? Ich bin gerade durcheinander. Das ist doch. Langton, das ist Turner. Boah, Tiger. Auf. Runter. Runter! Und ups. Turners Aussage, Türschlüssel, Holzstück. Holzstück. Warte mal. This is... That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow and me, we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. We could have missed each other somehow. Do you understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. Allow me to form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. Und natürlich werden wir sie nicht folgen. Mr. Turner appears to live very modestly. Okay, einfach hier runter. Könnte man. Wären wahrscheinlich Bücherregale. Eine Revolver finden, und wenn es der Fall sein sollte. The books on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here, a short while ago. Zum Beispiel ein Ding, ein Revolver. Wäre möglich. Okay, stark. Oh, das ist sehr verdächtig. This walking stick is broken. It was placed here quite recently. A perfect match. So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. Das war ein sehr großes Fehler. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. Ich würde jetzt hier nichts. Ah, doch, dieses eine Teil. Oder? Asche? Verbrannte Seite? Ja, doch. The papers are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. These words are illegible. Okay. The papers were thrown into the fire just a short while ago. Aber wieso? Weil niemand wirft ohne Grund was weg. Untersuchung. Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots. Das Bett ist schon mal unordentlich, das muss man sagen. Hat aber jetzt nichts zu bedeuten, das kann man auch nach ihm nein so unordentlich machen. Geht's dann nochmal, geht's unordentlicher, aber okay. This kitchen knife is quite sharp. Ich würde hier Küchentisch. Gebrauchsspuren. Zerschnittenes Papier. There are pieces of shredded paper scattered over the table. This kitchen knife was used to cut the paper. Ei. Ich glaube, da hat jemand so gelogen. Anything else you would like to know, Mr. Holmes? So. That's the view Mr. Turner had when he opened the window.
the dead body of Kenneth Butler. Brian Vercotti's contorted corpse. Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. Alter. Eieiei, das wird schwer wahrscheinlich. Steigt aus dem Bett, nimmt einen Stock. Was macht er dann? Wahrscheinlich ging er runter. No, it didn't happen this way. Also gucken wir, was der macht. Okay, eins. Der ging erst runter und dann geht zur Leiche. Warte mal. Wirft etwas ins Feuer. Und warte mal, das agiert, legt den Stock weg. Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Eins. Dann wahrscheinlich das, dann das, dann das, dann... Okay, das gibt keinen Sinn, aber wenn... Hä? Ah doch, das stimmt wohl. Da. Ich hab Zeit. Den Stock weg. Ja. Eieiei, der läuft ja langsamer als, weiß ich nicht. Ah, was grün ist, ist richtig, oder wie? Sieht aus. Zerschneidet es. Wirft das ins Feuer oder was ist mit dem? Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt ging er zum Fenster. Das ist ja klar. Aber wenn ich ehrlich bin. Wird schon irgendwie stimmen. Nein. It didn't happen this way. Wahrscheinlich eins, zwei, ging runter. Drei, vier. Nee, nee, ich guck mir das nicht nochmal an. Tut mir leid. Tiger. So, ja, stimmt. So macht das, ja. Keine Ahnung, wie ich, so, wie ich da drauf gekommen bin, aber. Na egal, es stimmt. Oder sollte. Yes. So Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is,
What did he find? Ja, ich höre, das ist bloß fettige Fingerabdrücke. I can see prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look. Da könnte man wahrscheinlich eine Waffe oder Well now, what a find. A precious jewel, concealed inside a book. A bracelet with a unique ram's head design. A distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenistic era. Okay. Ich hab damit keine Ahnung, also. Erfragen, eine antike goldene Armreifen aus der Mr. Jones Wohnung. Er ist mit der klassischen Wiederköpfen verzeiht. Okay. Oh, wollte ich nicht. Na, Digga. So. Ich wollte mit Ihnen reden. So. Ganz zum Schluss dann nochmal. Dann nochmal mit. Nein, nächste Folge mache. Rede ich dann nochmal mit Constable und so. Ja. Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds? As you have stated. Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. Na, natürlich. Mit dein Hinken? I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone. In Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Oh, time can pull tricks on you. And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. Mm-hmm. Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then, and not now. But Mr. Holmes... This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window. But you also noticed a glittering object on the ground. This precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler, and when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window, as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only took the bracelet, that's all, I swear. You made a mistake by lying to me. But you are not a criminal. I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. Informationen über den Armreifen finden. Werden wir den Part nicht mehr machen, aber werden vielleicht nochmal mit Constable ein bisschen quatschen. Oder? Machen wir es, wenn wir reden können. Und vielleicht ist es ja, I'll do anything to save my brother, Mr. Holmes. Warte mal kurz mit Watson. I'm always. It would be my. Na egal, dann sage ich, beenden wir den Part und dann fahren wir nach. Nach Hause oder ja, wir gucken uns mit dem Armreifen, was es ist, und dann zu Scheißname ist das, tut mir leid, egal, also sehen wir uns.
Dann wieder. Bis dann.